Ja, das Thema heute ist geistliches Wachstum oder ich spreche auch gerne von natürlichem Wachstum. Denn es geht darum, dass unsere Freundschaft mit Gott, unsere Beziehung, die wir zu Gott haben, immer länger und intensiver und kräftiger wird und stärker und fester. Und es geht auch darum bei Wachstum, wie kann sich so eine Beziehung entwickeln. Und von daher möchte ich euch mit hineinnehmen in dieses Thema. Mancher kennt vielleicht dieses alte Kinderlied, was früher in den Kinderstunden gesungen wurde. Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Es geht dann noch weiter und da gibt es Bewegungen zu. Aber im Grunde genommen ist in diesem Kinderlied schon alles gesagt. Lies die Bibel. Bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Die Bibel spricht ja davon, dass es unterschiedliche Wachstumsstufen gibt und Manfred hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wir kommen als Säuglinge auf die Welt, als Kleinkinder und Kleinkinder brauchen natürlich ganz andere Nahrung als Erwachsene. Das ist uns im normalen Leben sehr, sehr klar. Die Bibel spricht da aber auch davon, dass Säuglinge Milch kriegen. Und Erwachsene, da nennt die Bibel das feste Speise, also Schwarzbrot und anderes. Ne? Und da gibt es verschiedene Dinge, die da beschrieben werden und ich nehme euch mal mit hinein in verschiedene Phasen des Wachsens und die habe ich jetzt mal euch mitgebracht. Ihr könnt auch alles Wesentliche mitlesen. Wenn man das so einteilen würde, dann würde man sagen, es gibt geistliche Wachstumsphasen und in der Phase 1 sozusagen geht es darum, den Glauben zu entdecken. Also überhaupt sich auf den Weg zu machen, diesen Gott der Bibel immer besser kennenzulernen, zu gucken, wer ist denn eigentlich dieser Jesus und wer oder was ist der Heilige Geist. Also das immer mehr zu entwickeln, man nähert sich sozusagen dem Glauben an. Und in der Phase 2, da ist dann der Punkt, wo viele schon Ja gesagt haben zu einer Freundschaft mit Gott. Ja? Und deswegen habe ich diese Phase auch so überschrieben aus dieser Reveal-Studie von Willow, im Glauben wachsen, weil darum geht es dann. Man möchte Gott immer besser kennenlernen und in der dritten Phase geht es dann darum, dass die Beziehung zu Jesus immer enger wird. Und intensiver, man beschäftigt sich kontinuierlich mit Gottes Wort und hat gelernt, sich einzubringen und der Führung Gottes unbedingt in seinem Leben zu vertrauen. Und die vierte Phase, so kann man das beschreiben, ist dann sozusagen Christus als Lebensmittelpunkt. Und in dieser Phase festigen sich Gewohnheiten und Haltungen. Das heißt, es wird immer klarer, wie wir leben, wie wir aufgestellt sind mit unseren Werten, was wir glauben, wie wir glauben. Es ist normal, die eigenen Gaben einzubringen, die Gemeinde tatkräftig zu unterstützen. Denn unsere Berufung ist es ja, für andere Menschen ein Segen zu sein. Und im Grunde wird dann deutlich, dass diese vier Phasen unser Leben beschreiben. Und wenn ich dich heute Morgen so fragen würde, in welcher Phase würdest du dich einordnen? Das kann eine Hilfe sein, einfach um zu wissen, wo stehe ich denn gerade? Und vielleicht geht es dir so wie mir, dass du entdeckst, okay, in einem Lebensbereich, ja, da bin ich schon relativ weit fortgeschritten und habe Jesus ganz kräftig in meinem Leben integriert und das ist für mich ganz normal. Und dann gibt es andere Lebensbereiche, da bin ich absolut lernend, da bin ich noch das Kleinkind. Ja. Und so merken wir, dass das im Grunde genommen jetzt gar nicht darum geht, so statisch sich in eine Phase einzuordnen, sondern eher dynamisch das Ganze zu sehen und zu sagen, okay, in dem Lebensbereich vielleicht Phase 2 und in dem Lebensbereich vielleicht Phase 4. Ja? Aber wo würdest du dich einordnen? Denn da ist es eine Hilfe zu wissen, wo stehe ich denn in meiner Beziehung zu Jesus? Und wir wollen natürlich wachsen. Also natürlich wachsen. Die Freundschaft mit Gott soll ja immer intensiver werden. Wir wollen immer weiterkommen. Wir sind in Bewegung und ich habe das mal so formuliert, dass geistlich wachsen heißt, unsere Freundschaft mit Gott wird enger, intensiver.
Geistlich wachsen heißt, so kann man das an diesen Stellen nachlesen, zunehmend Gott zu lieben und auch zunehmend Menschen zu lieben. Das ist uns nicht von Natur aus gegeben, sondern das ist zunehmend, soll das so sein. Ja. Diese Stellen, die werde ich jetzt nicht lesen, aber die kannst du zu Hause gerne mal nachlesen, weil es hilft, das größte und wichtigste Gebot, wie Jesus Christus sagt, in unserem Leben auch wahrzunehmen und zu verinnerlichen. Und an dieser Stelle komme ich zu einem Bild aus der Natur, das uns helfen kann. Ihr habt es am Anfang in der Eingangsfolie schon gesehen und seht es auch hier immer oben drüber eingeblendet. Es ist der Bambus. Mancher hat vielleicht einen Bambus oder eine Bambuspflanze schon mal gesehen. Die Natur zeigt uns, wie der Bambus wächst. Also die Halme wachsen unter idealen Bedingungen. Da muss der Rahmen muss sozusagen passen. Das Umfeld muss ideal sein. Und dann braucht es eine gute Versorgung mit Nährstoffen. Das ist ganz wichtig, dass der Bambus sich auch gut und schnell entwickelt. Und die eigentliche Stabilität beim Bambus kommt durch Knotenpunkte. Das sind diese Ringe, die man sehr deutlich erkennen kann. Dadurch wird er so richtig fest und stabil. Und die Wurzel sorgt letztlich für Stärke und Ausbreitung. Man kann das gerade im asiatischen Raum oft sehen, dass es ganze Bambuswälder gibt. Und interessant fand ich, dass der Bambus in der Natur eine natürliche Schutzschicht entwickelt, die sogar manchen vielen Chemikalien und auch Feuer standhält. Das heißt, er ist sehr robust. Und wenn ich jetzt diese paar Stichworte auf Gott übertrage, dann habe ich das jetzt mal als Frage formuliert, im Blick auf die Beziehung zu Gott. Also, ne, wie ideal ist dein Umfeld für das Wachstum? Welche Nahrung nimmst du zu dir, um die Freundschaft mit Gott zu fördern? Durch welche Punkte wurdest du gestärkt? Wie sieht eigentlich dein Wurzelwerk aus? Was ist da, was andere nicht sehen? Und welchen Widrigkeiten gilt es in deinem Leben standzuhalten? Der Bambus, so habe ich schon gesagt, wird erst durch die Knotenpunkte so richtig stabil. Das heißt, diese Wachstumspunkte sorgen für Standhaftigkeit und auch für Biegefestigkeit. Also direkt gefragt, durch welche Punkte könntest du gestärkt werden? Wie hältst du Widrigkeiten stand? Und was könnte deine Entschlossenheit fördern und damit auch das geistliche Wachstum fördern? Und ich nehme euch heute Morgen mit in einen Abschnitt eines Briefes, der wurde von Petrus geschrieben. Zu Beginn seiner Freundschaft mit Jesus war Petrus eher schwankend. Bibelkenner wissen das, da gab es Auf und Abs, das war nicht nur geradlinig und so. Wenn man es in diesen Phasen beschreiben würde, dann war das sehr, sehr hin und her. Ja? Aber zunehmend wurde er fester und stärker und wurde auch später Leiter der ersten Kirche. Und von daher ist er schon ein Mann, der uns was zu sagen hat. Und er schrieb einen Brief an alle, die denselben Glauben teilen. Und ich nehme euch mit in den zweiten Brief, den er geschrieben hat, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3 bis 9. Ihr könnt mitlesen. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt, und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben, und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wenn all das euer Leben zunehmend bestimmt,
wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wer aber sein Leben nicht davon prägen lässt, der tappt wie ein Blinder im Dunkeln, denn er hat vergessen, dass er von seiner Schuld befreit wurde. Ich möchte es jetzt heute Morgen so machen, dass ich Vers für Vers dieses Abschnittes mit euch gemeinsam bedenke. Also wir starten in Vers 3. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Bedeutet, wir sind schon beschenkt. Wir haben alles geschenkt, sagt Petrus hier sehr deutlich und klar. Das bedeutet, es steckt in uns schon alles, was wir für die Freundschaft mit Jesus brauchen, sobald wir Ja gesagt haben zu einer Freundschaft mit Jesus Christus. Das heißt, das Potenzial ist schon da. Und natürlich hat Jesus ein Interesse daran, das zur Entfaltung zu bringen. Das soll rauskommen, das soll nicht nur in uns bleiben, sondern das soll sichtbar werden für alle anderen. Und unsere Berufung ist es da, einen anderen Lebensstil, neue Haltung, andere Werte, biblisch zentrierte Werte in unser Leben mit reinzunehmen. Und Petrus beschreibt es dann so, dass er sagt in Vers 5, deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Also Glaube an Jesus soll sich in einem vorbildlichen Leben auswirken. Das soll also rauskommen. Ja? Und Petrus sagt, setzt alles daran, seid fleißig, macht das ganz intensiv, zielstrebig oder zielgerichtet, sucht einen Weg. Und es geht dann immer um ein und dasselbe Gebet, Tag für Tag, Gott, ich stehe dir zur Verfügung und ich möchte tun, was du willst. Das ist das einzige Gebet, um das es dann geht. Gott, ich stehe dir zur Verfügung und ich will tun, was du willst. Und da merken wir, wie es vielleicht schon herausfordernd wird. Aber letztlich signalisieren wir durch dieses Gebet unserem himmlischen Vater Gott, ich stehe zur Verfügung, ich bin bereit, jawohl, ich will das tun. Glaube ist also etwas, was sichtbar und erkennbar werden soll. Er soll ins Leben kommen, in unseren Lebensvollzug, in unseren Alltag, wie wir oft sagen. Und Petrus sagt, das wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Heißt doch nichts anderes als, jeder von uns betritt ein Übungsfeld. Und dieses Übungsfeld könnte so ein Knotenpunkt, so ein Wachstumspunkt sein, wie beim Bambus. In Vers 6 beschreibt Petrus das, es wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Und jetzt sagt er, daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du andere Menschen siehst. Ja, in der Theorie ist uns das alles klar. Wir sollen Menschen lieben und in der Theorie wissen wir auch, wie das vielleicht geht. Aber in der Praxis? Wer geistlich wachsen will, wird nicht nur zunehmend Gott lieben, sondern auch zunehmend Menschen lieben. Ja, und ich will auch die Menschen lieben, wo mir die Nase vielleicht nicht sofort passt, wo die Chemie nicht so stimmt. Aber in der Praxis brauchen wir dann, so wie es Petrus hier sagt, Selbstbeherrschung. Ja, das steht hier, das ist eine Frucht, die der Heilige Geist wirkt. Das heißt, da kann was entstehen. Das kommt vielleicht gar nicht aus mir. Ich bin da so abhängig von oben, dass Jesus in mir etwas bewirkt und verändert, etwas gestaltet. Selbstbeherrschung. Ja, und die wiederum führt zu wachsender Ausdauer. Ich brauche das ganz dringend. Und manchmal, ihr kennt vielleicht dieses kurze Gebet, ja, Herr, gib mir Geduld, aber bitte schnell. Ja, das ist dann so der Punkt. Ja. Petrus formuliert das hier so, aus Selbstbeherrschung wird wachsende Ausdauer und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Das bedeutet, da gibt es doch Schritte, die zu gehen sind und die sind hier so leicht erklärt, aber ich merke, es ist Frucht, die Gott wirkt und Übungsfeld zugleich. Das finde ich krass. Das ist die Herausforderung.
Und Petrus entfaltet das jetzt in dem nächsten Vers und sagt, so sieht das Übungsfeld aus. In Vers 7, wer Gott liebt, und viele von uns tun das, das behaupte ich jetzt mal, wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Das bedeutet doch, Zeichen für Wachstum, für Weiterentwicklung, für einen nächsten Schritt ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu Brüder und Schwestern. Das ist ja so ein fromm deutsches Wort, Brüder und Schwestern sind all diejenigen, die auch an diesen Gott der Bibel glauben. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes und damit sind wir Geschwister, Brüder und Schwestern. Und letztlich sagt Petrus, das ist das Übungsfeld innerhalb jeder Kirche und Gemeinde. Das ist das zentrale Übungsfeld, in dem wir unterwegs sind. Und dieses Übungsfeld, behaupte ich mal, ist in jeder Kirche und Gemeinde, auch hier in Gifhorn, riesengroß. Es ist ein enormes Übungsfeld. Machen wir es konkret. Bei diesem Übungsfeld gibt es in der Bibel ganz konkrete Tipps und das finde ich spannend. Ich nehme euch mal mit in zwei Tipps, die ich in der Bibel finde. Zum Beispiel in Epheser 4, Vers 25, da heißt es, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Was würde eigentlich passieren, wenn wir das täten? Also wir entschließen uns ab sofort immer die Wahrheit einander zu sagen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich zucke da zuerst mal und bin zögerlich. Geht das? Darf ich das? Wie wäre das? Ist das vielleicht eher störend, irritierend, verletzend, hilfreich, förderlich, Brüder und Schwestern so zu lieben? Was würde eigentlich passieren, wenn unser Motto wäre, was ich dir schon immer mal sagen wollte? Wir deuten das ja oft negativ, ja? Aber es könnte doch auch ein ganz positiver Impuls sein, hey, ich schätze dich, deine Mitarbeit, deine Art, wie du andere begleitest und so weiter und so fort, das könnte man sehr konkret sagen, leg die Lüge ab und rede die Wahrheit. Eins ist klar, Wahrheit macht frei, macht immer frei. Aber eins ist auch klar, Wahrheit und Liebe gehören untrennbar zusammen. Das ist wie die zwei Seiten ein und derselben Münze. Das kannst du nicht trennen. Ja, wie Vorder- und Rückseite einer Münze oder eines Blatt Papieres. Wahrheit und Liebe gehören da an der Stelle immer zusammen. Das würde bedeuten, wir hören von anderen die Wahrheit und verweigern, es persönlich zu nehmen, als Angriff zu verstehen oder uns beleidigt dann zurückzuziehen. Und da merken wir schon, das ist eine Herausforderung für jeden von uns. Weil vermutlich hat jeder in jeder Kirche und Gemeinde in seinem Umfeld Menschen, wo das schwerer fällt. Aber die Herausforderung steht hier, legt die Lüge ab, redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Warum? Weil wir Glieder sind, wir gehören zusammen. Und der zweite Tipp an dieser Stelle in der Bibel steht im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Manchmal halten wir das ja nur schwer aus, wenn uns jemand angreift, wenn uns jemand was sagt, vielleicht sogar verletzende Dinge sagt. Wir erleben dann Unrecht und wir kämpfen mit unseren Gefühlen. Und da gibt es vielleicht Nachrichten, die uns nicht gefallen, Mails, die wir als angriffig oder übergriffig finden und mit denen wir uns schwer tun, Gespräche, die dann bleibende Spuren hinterlassen. Ich kenne das. Und hier steht jetzt einfach, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Das heißt doch nichts anderes, wir sind herausgefordert, das Unentschuldbare dem anderen zu vergeben. Wie kann das gehen? Ich kann das nur mit Gottes Hilfe. Aus eigener Kraft kriege ich es nicht hin. Ich kann es nur mit Gottes unterstützendem Geist. Indem er in mir das bewirkt,
ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wie gehe ich also um mit Menschen, die nur den Fehler suchen, die gerne und viel Kritik äußern und die verletzen, ohne es scheinbar zu merken? Hier steht, vergebt euch gegenseitig. Das ist Auftrag. Das hört auch nicht auf. Ist das leicht? Für mich nicht. Im Gegenteil, es ist oft extrem schwer. Aber es ist trotzdem Auftrag. Der Auftrag ist dann nicht, die Gemeinde zu wechseln oder über andere Christen zu schimpfen oder herzuziehen. Nee, gewiss nicht. Dein Auftrag ist ein anderer und meiner auch. Vergebt euch. Und hier finde ich interessant, dass Petrus sagt, übt das zuerst in der Gemeinde. Ja? Hier in Vers 7 steht es, schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Also zuerst in der Gemeinde und erst danach, schließlich in Vers 7 und 8, werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Jetzt lese ich Vers 8, wenn all das euer Leben zunehmend bestimmt, Olli, eine Folie weiter bitte, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Also, wenn all das, was jetzt schon geworden ist, zunehmend euer Leben bestimmt, ja, es soll also zunehmend zur Wirkung kommen, zur Entfaltung kommen, wir müssen es also nicht schon können, aber wir können das üben. Ja. Wer sich also darauf einlässt und diese Übungsfelder zulässt, der wird unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. So steht das hier geschrieben. Und darum geht es auch letztlich. Und die Frage ist heute an diesem Morgen, was könnte dein nächster Schritt sein? Was könnte deine Gewohnheit sein, die du entwickeln wirst? Welches Thema wirst du für dich bearbeiten? Mit welcher Person vielleicht sprechen? Das wird die Herausforderung sein. Nach meiner vorsichtigen Einschätzung ist es so, dass manche in ihrem Glauben, in ihrer Beziehung zu Jesus nie über die Kleinkindphase hinausgewachsen sind. Sie glauben zwar, aber sie entwickeln sich nicht weiter. Sie brauchen Milchnahrung und wenn sie die nicht bekommen, dann geht es geschreilos, wie bei einem Säugling. Und die Bibel und Petrus fordern an dieser Stelle heraus, in Vers 9, wer aber sein Leben nicht davon prägen lässt, der tappt wie ein Blinder im Dunkeln, denn er hat vergessen, dass er von seiner Schuld befreit würde. Klare Worte. Wie also könntest du einen nächsten Schritt in diesem natürlichen, geistlichen Wachstum gehen? Nun, ich habe mal so ein paar Tipps zusammengeschrieben. Zum Beispiel, lies die Bibel, bet jeden Tag. Also konsequent die Bibel lesen oder auch, wie hier bei Bibletunes, du kannst die Bibel hören. Ja? Wenn du unterwegs bist, höre die Worte Gottes. Das macht vielleicht den Unterschied. Und du kannst auch einüben, laut zu beten. Wie oft erlebe ich in Gebetskreisen dann eine Trägheit, eine Scheu? Ja, dann beten Menschen innerlich, das will ich gerne glauben, aber ich würde so gerne mitbeten und mitdenken und mithören, was sie sagen und wie sie beten. Vielleicht ist es gut, Gebetszeiten einzuplanen, da hat jeder seinen eigenen Rhythmus, das kann sein. Und darüber hinaus gibt es Tipps, um sich in die Gemeinde einzubringen, bring deine Gaben ein. Du hast Potenzial, bring das ein. Ja? Bring es zur Entfaltung. Das wäre doch schade, wenn sie verkümmern. Ja? Und du hierher kommst, zwar auf dem Stuhl sitzt, aber nichts beiträgst zur Entwicklung dieser Gemeinde. Lerne vielleicht Gottes Worte auswendig. Ich bin ein großer Fan davon, weil ich davon überzeugt bin, das, was wir in uns tragen, was wir auswendig können, das hilft uns auch in bestimmten Situationen, das Leben zu meistern, weil wir dann Gott in uns tragen, sozusagen im Bild gesprochen. Und übe Liebe, das kannst du üben, hier in der Gemeinde, bei den sogenannten Brüdern und Schwestern, aber natürlich auch darüber hinaus, mit dem, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und ich glaube, der Schlüssel für diese Tipps ist Entschlossenheit.
Alles, was bis 72 Stunden nach diesem Gottesdienst nicht zur Umsetzung kommt, kommt nie zur Umsetzung. Das ist die gewisse Trägheit, die man erforscht hat bei Menschen. 72 Stunden haben wir also Zeit, um das eine oder andere umzusetzen. Petrus ermahnt, ich lese uns nochmal Vers 9, sei nicht wie ein Blinder, der im Dunkeln tappt. Ja? Lass dich davon prägen, ja? Und wehr dem nicht ab. Lass dich neu auf Jesus ein, folge ihm. Darum geht es. Wenn du also geistlich wachsen willst, dann brauchen wir Jesus Christus. Ich schließe mit einem Gebet, was ich bei Thomas Harry in seinem Buch Echt und Stark gelesen habe. Und wenn du magst, lade ich dich jetzt ein, dazu aufzustehen und mit mir zu beten. Mein lieber Vater im Himmel, du weißt besser als ich selbst, wo meine Beziehung zu dir und zu anderen Menschen durch ungesunde Prägungen in meinem Innern behindert wird. Wo immer mich negative Muster beherrschen, zeige mir diese Prägungen. Ich möchte erkennen, was dein Heiliger Geist mir in diesem Zusammenhang zeigen und aufdecken möchte. Gib mir die Kraft, Menschen zu vergeben, die mich so geprägt haben. Vergib mir, dass ich diese Prägungen übernommen und so lange damit gelebt habe. Vergib mir, dass ich bisher nichts gegen sie unternommen habe. Ich will beginnen, daran etwas zu ändern. Ich will frei werden von allem, was mich hindert, dir von Herzen nachzufolgen. Zeige mir, welche Person mich darin begleiten kann, einen Schlussstrich unter das Alte zu ziehen und das Neue einzuüben. Ich danke dir von Herzen dafür, dass du mir ein gutes, gesundmachendes, zur Reife führendes Leben mit dir und anderen gönnst und mir dazu verhilfst. Und wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ja, danke für deine Predigt und uns wünsche ich, dass in den nächsten 72 Stunden dann viel passiert. Ich möchte jetzt noch einen Liedtext vorlesen von Klaus Heitzmann. Ohne deinen Segen wollen wir nicht von hier gehen. Herr, komm und segne uns mit deinem guten Geist. Bewahre unsere Herzen, bewahre den Verstand. Gib Schutz durch deine Engel und deine starke Hand. Und dein Friede wolle uns begleiten, heute Morgen, alle Zeit. Und diesen Segen willst du uns jetzt noch zusprechen. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nah und gebe dir Frieden. Amen. Ja, wir sind am Schluss dieses Gottesdienstes. Es war schön, euch auch hier zu sehen und ich grüße auch alle, die zu Hause sind und wünsche uns noch einen gesegneten Sonntag und erlebnisreiche 72 Stunden nochmal.